Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom November für euch. Ich habe im November insgesamt 8 Bücher gelesen und wenn ihr wissen wollt, was das für 8 Bücher gewesen sind, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Falls ihr euch jetzt wegen dem Ausschnitt wundert, ich musste mich mal umsetzen. Ich sitze ja sonst immer auf dem Fußboden hier so vor dem Tisch. Aber ich habe schon wieder voll Rückenschmerzen, weswegen ich mich jetzt mal hochsetzen musste auf die Couch, dass ich nicht komplett hier mir heute noch den Rücken kaputt mache. Denn ich habe heute noch einiges vor und ich muss heute noch durchhalten den ganzen Tag. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Ich denke, das ist vom Ausschnitt her auch okay. Ich finde den Ausschnitt eigentlich so ganz nice, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Wie findet ihr so den Ausschnitt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Fangen wir aber erstmal mit dem Lesemonat an. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Buch, was ich gerade nicht zu Hause habe, sondern was ich an meine Arbeitskollegin verborgt habe. Und zwar ist das Heartless von Winter Renshaw. Ich habe dieses Buch letzten Monat gekauft. Ich wollte es unbedingt, unbedingt haben. Allein schon, weil ich den Klappentext so cool fand und weil da das gleiche Covermodel drauf ist aus Wie die Luft zum Atmen. Und ja, ich finde das einfach toll, dieses Model. Deswegen wollte ich dieses Buch auch haben. Spaß beiseite. Die Geschichte hat sich für mich einfach wahnsinnig toll angehört. In diesem Buch geht es um Adi. Und Adi wird eines Tages vom Unwetter überrascht und flüchtet auf eine fremde Veranda und stellt sich dann dort halt unter und findet auf dieser Veranda ein Tagebuch. Und dieses Tagebuch wird quasi schon gerade vom Regen total zerweicht. Und damit es nicht noch mehr kaputt geht, steckt sie dieses Buch halt quasi ein und tut es sich so in die Jacke stecken, um es halt vor dem Wetter zu schützen. Und ja, sie bleibt dann dort eine ganze Weile stehen und als der Regen nachlässt, bekommt sie einen Anruf, weswegen sie dieses Tagebuch total vergisst, dass sie das noch bei sich trägt und haut einfach ab. Und ja, zu Hause stellt sie dann fest, dass sie dieses Tagebuch noch hat und beginnt darin zu lesen, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Und Adi ist total fasziniert von diesem Tagebuch und dem, was da drinnen steht, denn dieses Tagebuch beinhaltet quasi eine sehr, sehr tragische Liebesgeschichte. Und Adi weiß, dass sie dieses Tagebuch nicht behalten darf, sondern dass sie es ihrem Besitzer zurückgeben muss. Und ja, das versucht sie dann auch. Und als sie auf den Besitzer des Hauses trifft, wo sie dieses Buch quasi gefunden hat, muss sie feststellen, dass er nicht dieser wahnsinnig tolle Mann ist, den sie vom Tagebuch erkennt, sondern ein sehr, sehr mürrischer, verbitterter Mann. Und er streitet auch ab, dass ihm das Tagebuch gehört und er sagt, sie soll einfach verschwinden und ihn in Ruhe lassen und er braucht keine Stalker. Und Adi denkt sich so, Alter, der hat doch voll einen am Laufen, was will er von mir? Gut, dann gehe ich halt. Und ja, er rennt ihr dann noch ein Stück hinterher und beleidigt sie und unterstellt ihr halt Sachen, die einfach nicht stimmen. Und ja, sie sagt dann quasi, fick dich und verschwindet. Und die beiden treffen halt immer wieder aufeinander in ganz verschiedenen Situationen. Und eines Abends fragt dieser mürrische, verbitterte Mann, dessen Name im Übrigen Ace ist, Adi nicht einfach, ob sie nicht noch was zusammen trinken gehen wollen, um diese ganzen Sachen mal zu klären und zu besprechen. Denn irgendwie kommt ihm das komisch vor und er denkt so, stalkt die mich oder was will die von mir? Denn Ace ist ein Ex-Profi-Baseballspieler und er hat das halt schon öfters erlebt, dass Leute ihn gestalkt haben und er ist, was das betrifft, ein bisschen vorsichtig. Und ja, was die beiden dann zusammen erleben, als sie sich treffen und wie das mit den beiden dann ausgeht und wem das Tagebuch denn nun eigentlich gehört, von dem Adi ja immer noch der Meinung ist, dass es Ace gehört, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Ich kann nur sagen, dass mir Heartless im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Für mich gehört dieses Buch definitiv in die Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichte. Aber auch dieses Buch hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen, denn auch hier hat für mich dieses gewisse Etwas gefehlt, leider. Ich fand, dass die Szenen an manchen Stellen ein bisschen ausgebauter hätten sein können. Ich fand die Sprünge in diesem Buch streckenweise einfach zu groß. Da hat mir auch einfach dieses Zwischenmenschliche gefehlt. Also das ist kein perfektes Buch für mich gewesen. Es hat ja an manchen Stellen einfach ein bisschen was für mich gefehlt, als dass dieses Buch wirklich perfekt hätte sein können. Es ist aber trotzdem eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte, auch mit einem erotischen Anteil. Und ich möchte auf jeden Fall die weiteren Teile dieser Reihe noch mitlesen, denn das ist ja die Amanto Brothers Reihe und es geht in den weiteren Teilen um die Geschwister von Ace. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das betrifft, was es mit diesen Geschwistern von ihm auf sich hat, denn man erfährt hier im ersten Teil schon so ein bisschen was. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Wie gesagt, es ist eine tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte, auch wenn es mich nicht vom Hocker gerissen hat. Dann habe ich im November noch mitgelesen den 5. Teil der Diamonds for Love Reihe und ich glaube, auch hier brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Im 5. Teil geht es um Christopher Bennett und um Victoria Hensley und die Geschichte der beiden ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Wenn ihr mehr
zu diesem Buch wissen möchtet, schaut in dem Video einfach vorbei, was ich dazu gemacht habe. Ich werde jetzt zum Inhalt nicht nochmal weiter was sagen, weil dieses Video einfach sonst wieder extrem lang wird. Und ich habe heute nicht so viel Zeit zum Drehen, deswegen muss ich mich heute ein bisschen kürzer fassen. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr zum Inhalt wissen wollt, dann schaut in dem Video vorbei. Ich kann nur sagen, dass mir der 5. Teil der Diamonds for Love-Reihe wahnsinnig toll gefallen hat. Ich fand dieses Buch einfach mega, mega gut. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Geschichte rund um Christopher und Victoria einfach nur wahnsinnig gut. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Dieser Teil kommt für mich definitiv gleich nach dem 3. an zweiter Stelle. Und ja, ich liebe, liebe, liebe ihn. Und jeder, der die Reihe noch nicht kennt, schaut sie euch an. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass diese Reihe wahnsinnig toll ist, mit einer wahnsinnig tollen Familie und wahnsinnig tollen Geschichten. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass dieses Buch wieder eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte gewesen ist. Dann habe ich im November noch mitgelesen Maybe This Time und Auf einmal ist alles ganz anders von Jennifer Snow. Und auch dieses Buch gehört für mich in die Kategorie absolut süße, niedliche Liebesgeschichte mit einem erotischen Anteil. Wenn ihr auch hier mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut im Video vorbei, was ich dazu gemacht habe. Da erzähle ich nochmal genaueres. Auch hier kann ich nur sagen, dass mir die Geschichte wieder wahnsinnig gut gefallen hat. Es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte, wo halt alles nicht so ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Dann habe ich im November noch mitgelesen Mein Herz gehört dir. Das ist der 3. Teil der Green Mountain Serie. Ich hatte dieses Buch hier im September bereits angefangen zu lesen. Doch dann bin ich auch hier mit meinen Rezensionsexemplaren explodiert und dieses Buch ist dann einfach mal auf der Strecke geblieben und ich habe es jetzt aber im November endlich geschafft, dieses Buch mal zu beenden. Das war so mein Ziel noch für November, dass ich dieses Buch jetzt endlich fertig lese, denn ich wollte wissen, wie es mit Colton und Lucy denn nun eigentlich steht. In der Green Mountain Serie geht es ja um die Familie Abbott und im 3. Teil geht es um Colton Abbott und Colton ist Ahornsirup-Hersteller quasi. Und er lebt da so auf seiner Ahornsirup-Farm, auf seiner Plantage, so mitten in den Bergen, ganz, ganz abgeschieden von allen. Und er lernt dann durch die Freundin seines Bruders Cameron, lernt er Lucy kennen. Und zwischen den beiden funkt es sofort. Und Lucy fühlt sich zu Colton auch sehr hingezogen. Und so beginnen die beiden eine Affäre, wovon seine Familie und ihre Familie absolut nichts weiß. Und das geht am Anfang auch ganz gut zwischen den beiden, da sie das Ganze verstecken können. Doch dann auf einem romantischen Wochenendausflug treffen Colton und Lucy auf Cameron und Will und das Chaos ist damit quasi perfekt. Und was mit Lucy und Colton alles passiert und ob die beiden es schaffen können, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die ihnen quasi im Wege stehen, wie es halt in Liebesgeschichten immer so ist, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass mir der 3. Teil der Green Mountain Serie auch wieder gut gefallen hat. Ich fand, diese Geschichte war mega witzig. Man hat hier sehr viele Lacher drin in der Geschichte. Sei es jetzt allein die Situation, wo Lucy und Colton von Cameron und Will überrascht werden oder dann später die Situation von Colton auf der Erotik-Spielzeugmesse. Also es ist hier schon sehr, sehr viel Potenzial für Lacher in dieser Geschichte und die Autorin hat sich da auf jeden Fall auch was ganz Tolles ausgedacht und ich muss auch sagen, dass ich das Ende wirklich gut fand, was die Autorin sich hier ausgedacht hat und ja, ich kann nur sagen, dass mir der 3. Teil der Green Mountain Serie wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich jetzt auf den 4. Teil sehr gespannt bin, wobei mir viele von euch schon gesagt haben, dass der 4. Teil nicht so gut sein soll. Aber ich lasse mich da ja gerne mal überraschen und gucke mir mal, wie dieser Teil ist. Und ja, ich habe den 3. Teil auf jeden Fall sehr gemocht und ich kann euch auch hier die Green Mountain Reihe an dieser Stelle immer nur empfehlen. Ich mag die Reihe bisher sehr von den Teilen, die ich jetzt gelesen habe. Es sind nur 3, aber trotzdem. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Und wenn ihr Bock auf Naturburschen habt, dann schaut euch die Serie auf jeden Fall an. Dann habe ich im November noch gelesen, Wie die Erde um die Sonne von Brittany C. Cherry, denn auch diese Reihe wollte ich dieses Jahr unbedingt noch beenden, dass ich so für mich da einen Haken dran machen kann. Und dieses Buch lag jetzt auch schon seit Juli hier bei mir rum und ich bin einfach nicht dazu gekommen, es zu lesen. Und ja, der 4. Teil der Romance Elements Reihe ist für mich so von der Story her so der zweitschwächste, würde ich sagen. Also er ist für mich auf dem 3. Platz. Ich fand die Story ein bisschen zu abgehoben. Ich fand die Umstände in dieser Geschichte, das war nicht so 100% meins. Ich fand diese Familiensituation ein bisschen gaga alles. Und ja, es war einfach ziemlich abgedreht, was in dieser Geschichte alles passiert ist. In dieser Geschichte geht es um Lucy und Lucy ist das jüngste Kind. Sie hat noch 2 ältere Schwestern und die Mutter von Lucy ist vor einigen Jahren schon gestorben. Und ja, Lucy ist so ein bisschen der Freigeist der Familie. Sie wird hier immer als Hippie-Braut beschrieben, wobei ich finde, dass sie so Hippie gar nicht ist. Sie ist halt so ein bisschen auf der Esoterik-Schiene und sie ist halt so, wie gesagt, so ein kleiner Freigeist, aber sie ist nicht
so die krasse Mega-Hippie-Braut, wie ich mir das vorstellen würde. Auf jeden Fall ist Susie halt ein Mensch, der sehr offen zu ihren Gefühlen steht, der halt auch emotional denkt und handelt. Und damit kommt ihre älteste Schwester so überhaupt nicht zurück. Ihre älteste Schwester Lyric kommt auch mit dem Tod der Mutter nicht klar und hat daraufhin quasi die Schwestern verlassen und ist aufs College gegangen und hat studiert und hat danach nie wieder so wirklich was von sich hören lassen. Und auch als die mittlere von den Schwestern, ich glaube ihr Name war Mary, ich habe mir das ehrlicherweise nicht so gemerkt. Und als die mittlere von den Schwestern an Krebs erkrankt, steht Lucy auch immer noch alleine da und muss sich um alles alleine kümmern. Ihre älteste Schwester Lyric sagt immer, ja, wenn ihr Geld braucht, dann schicke ich euch Geld, dann ist das halt so. Und Lucy sagt aber, nein, ich will dein Geld nicht. Ich will einfach, dass du herkommst und für deine Schwester da bist. Und das war etwas, was ich so total gut verstehen kann. Und ich dachte mir einfach so von der Lyric, Alter, was bist du denn für eine? Was bist du für eine dumme... Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall steht Lucy mit allem ziemlich alleine da. Und als dann auch noch der Ehemann von ihrer Schwester, die krank ist, sie verlässt, weil er einfach mit dieser Krankheit nicht klarkommt, ist das Chaos war quasi perfekt. Und Lucy weiß weder ein noch aus, aber trotzdem schafft sie es mit ihrer Schwester durch diese schwere Zeit. Und wir begegnen den beiden dann einige Jahre später wieder, als sie gemeinsam ihren Traum erfüllt haben und ein Blumengeschäft eröffnet haben. Und Lucy soll dann für eine Beerdigung Blumen liefern. Und diese Beerdigung ist nicht einfach nur eine Beerdigung, sondern ein Event. Denn es ist ein ganz, ganz berühmter Schriftsteller gestorben und da wird quasi auf dieser Beerdigung ein riesen Tamtam gemacht und es wurden ganz, ganz viele Blumen geliefert und man hat ihr schon bei der Lieferung gesagt, ja, wenn sie nicht wollen, dass wir die Blumen wegschmeißen, dann nehmen sie am Ende einfach wieder mit. Und so wartet Lucy auf das Ende der Veranstaltung, um halt ihre Blumen wieder mitzunehmen, weil sie es halt einfach zu schade findet, diese Blumen wegzuschmeißen. Und sie wird dann quasi bei der Rettung ihrer Blumen aus dem Gebäude ausgeschlossen, auf dem Müllhof, wo sie auch so nicht wegkommt, weil das Ganze eingezäunt ist und kommt dann dort nicht wieder raus. Und plötzlich merkt sie, dass sie nicht alleine auf diesem ausgeschlossenen Hof ist, denn dort ist der Sohn des toten Schriftstellers Graham. Und Graham ist auch ein berühmter Thriller-Autor und Lucy kennt ihn und Lucy kennt seine Arbeit und kennt seine Werke und findet ihn ganz, ganz toll. Und so trifft Lucy auf Graham und Lucy muss feststellen, dass Graham ein ganz, ganz anderer Mensch ist wie sie selbst, denn er ist total verschlossen, in sich gekehrt und zeigt keinerlei Gefühle. Und ja, was mit Lucy und Graham in dieser Geschichte alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich kann nur sagen, dass diese Geschichte hier sehr, sehr abgefahrene Züge annimmt. Mit Wendungen und Plot-Twists, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick so kommen sieht. Es gibt auch Wendungen, die man kommen sieht, aber es ist halt nicht alles sehr vorhersehbar. Gerade am Ende dachte ich mir nur so, what the fuck ist hier los? Diese ganze Geschichte ist so abgefahren und ich kann nur sagen, dass mir von der Handlung her und vom Ganzen die Geschichte teilweise zu große Sprünge gemacht hat. Es waren einfach zu viele Szenen, die mir da gefehlt haben, gerade was Lucy und Graham betraf und die Entwicklung der Beziehung von den beiden, da hat mir einfach zwischendrin zu viel gefehlt. Und diese Lücken, die dadurch entstanden sind, das fand ich einfach doof, das war nicht meins. Und wie gesagt, auch die Familienverhältnisse in diesem Buch fand ich einfach nur dämlich. Ich habe mir nur so gedacht, Alter, was seid ihr denn für Leute? Wie seid ihr denn drauf? Was geht denn hier ab? Und Lucy war dann halt immer noch trotzdem so, ja, ich versuche meine Familie zu retten und ich mache einen auf Happy Family, obwohl du eigentlich genau weißt, dass das nie Happy Family sein wird. Und das war für mich so ein bisschen unlogisch. Und ja, also was die Handlung betraf, war das Buch nicht 100% meins. Auch was die Charaktere betraf, fand ich das an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut. Vom Setting her weiß ich gerade gar nicht mehr, wo die Geschichte spielt. Ich glaube in New York. Ich habe das irgendwie total vergessen. Was ich aber an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, ist der Schreibstil. Ich finde, hier hat Brittany C. Cherry wirklich, was die Artikulation in diesem Buch betrifft, sich selbst übertroffen. Dieses Buch ist einfach so unglaublich schön geschrieben. Ich bin ja kein Mensch, der sich Marker in Bücher knallt, weil ich das einfach nicht mag. Aber ich hätte mir hier so viele Sätze anmarkern können. Ich hätte mir hier so viele Stellen markieren können, einfach weil ich sie so wunderschön fand von der Art und Weise, wie das geschrieben wurde. Und das war das Ganze, was für mich das Buch hier auch gerettet hat. Diese wunderschöne Artikulation und Schreibweise. Also, da geht nichts drüber, da kannst du nichts sagen, ne? Also das war einfach der Oberhammer, also das war mega und da muss ich auch die Übersetzung an dieser Stelle einfach einmal loben, dass das hier ganz, ganz toll umgesetzt wurde, aber die Geschichte war halt einfach nicht meins und das hat das Buch für mich so ein bisschen kaputt gemacht.
was ich ein bisschen schade fand. Aber es ist halt so, für mich bleibt Wie die Stille unter Wasser der beste Teil dieser Reihe. Und ja, ich liebe Brittany C. Cherry als Autorin einfach sehr. Ich durfte sie auf der Buchmesse treffen und sie hat mir mein Buch signiert. Da freue ich mich immer noch so wahnsinnig doll drüber. Und diese Frau ist einfach so niedlich. Ich kann es nur immer wieder sagen. Diese Frau strahlt einfach absolute Niedlichkeit aus. Wenn du diese Frau siehst, du willst sie einfach knuddeln. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, diese Frau hat einfach so eine niedliche Ausstrahlung. Habe ich vorher noch bei keinem anderen Menschen erlebt. Der Hammer. Einfach der Hammer. So. So viel zu Brittany C. Cherry, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Dann habe ich im November noch eine Reihe beendet und zwar Talon von Julie Kagawa. Drachenschicksal ist der fünfte und letzte Teil dieser Reihe und auch hier kann ich nur sagen, dass mir der letzte Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand gut, wie die Geschichte rund um Amber, Garrett und Riley geendet ist. Ich fand spannend, was hier in diesem Buch passiert ist. Ich fand, es gab so zwei, drei Sachen, die auch so ein bisschen unnötig einfach gewesen sind. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Buch wirklich gut gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, was genau mir gefallen hat und was ich ein bisschen unnötig fand, dann schaut in dem Video vorbei. Ich werde jetzt auch hier nichts weiter sagen, weil es ist ein fünfter Teil und alles, was ich dazu jetzt sagen würde, würde ich euch spoilern und das möchte ich nicht. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich kann nur sagen, dass mir der fünfte und letzte Teil der Reihe gut gefallen hat und ich happy bin, dass ich noch eine Reihe beendet habe. Dann habe ich im November noch den zweiten Teil einer Reihe gelesen und zwar Iskari, die gefangene Königin von Kristen Ciccarelli. Ich war ja hier etwas irritiert, was dieses Buch betraf, denn ich dachte, dass dieses Buch eine direkte Fortsetzung des ersten Teils wäre, wo wir auch wieder die gleichen Charaktere haben wie im ersten Teil, aber nein. Dieses Buch ist eine eigenständige Geschichte in dem Sinne mit anderen Charakteren. Es geht hier um den Bruder der Protagonistin aus dem ersten Teil, also es geht hier um Dex und Dex ist der Bruder von Asha und Dex bekommt hier quasi seine eigene Geschichte. Man hat im ersten Teil schon so ein bisschen was über Dex erfahren und ja, hier geht es um ihn und um Raw und um die ganzen Umstände, die nach dem ersten Teil quasi spielen und die aufgrund dessen, was im ersten Teil passiert ist, jetzt halt da sind, diese Umstände. Und auch hier kann ich ja sagen, dass mir das Buch wahnsinnig gut gefallen hat. Ich war am Anfang, wie gesagt, etwas irritiert, weil es andere Charaktere gewesen sind. Ich war aber nach den ersten 50, 60 Seiten, kam das alles so wieder und man hat auch nochmal so ein paar Erklärungen bekommen, was im ersten Teil alles passiert ist. Und dann hat man sich so erinnert und dachte so, ah ja, genau, alles klar, so war das. Und wie gesagt, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine eigenständige Geschichte. Man könnte dieses Buch rein theoretisch auch lesen, ohne den ersten Teil gelesen zu haben. Ja, zum Inhalt her kann ich eigentlich auch nichts weiter sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut da auch im Video vorbei. Ich muss jetzt hier nicht alles 500 Mal wieder kauen, wenn ihr es eigentlich in den Videos dazu habt. Deswegen werde ich jetzt auch hier nichts weiter sagen, außer dass mir das Buch gut gefallen hat. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen kurz gekommen ist, sind die Drachen. Denn eigentlich geht es in dieser Reihe um Drachen und die sind hier wirklich nur am Ende mal ganz kurz erwähnt worden, was ich ein bisschen schade fand. Das war im ersten Teil definitiv besser und ja, ich bin mal auf den dritten Teil jetzt gespannt. Der kommt aber aus 2020 raus. Und ja, schauen wir dann einfach mal, was im dritten Teil von Iskari passiert. Ich habe auch schon so eine Vermutung, um wen es im dritten Teil geht. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass mir das Buch wieder gut gefallen hat. Ich die Geschichte mochte, ich Dex mochte, ich die Charaktere mochte, das Setting mochte. Hat für mich alles super gepasst und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen und zwar habe ich dann noch eine Reihe beendet im November und zwar die Götterleuchten-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Funkeln der Ewigkeit ist der letzte Teil der Götterleuchten-Reihe und ach, was soll ich sagen? Ich war so traurig, als diese Reihe vorbei war und ich war aber so happy auch, weil ich wieder eine Reihe beendet habe. Ich finde dieses Gefühl, wenn man weiß, man hat so eine Reihe beendet, das ist so, yes! Ich habe es geschafft, ich habe durchgehalten und diese Reihe beendet. Aber es ist halt trotzdem irgendwie immer traurig, weil man halt weiß, dass diese Reihe jetzt zu Ende ist und man in diese Welt nicht mehr zurückkehren kann. Das ist immer so ein lachendes und so ein tränendes Auge bei mir. Und ja, ich war sehr gespannt auf den letzten Teil dieser Reihe und war sehr gespannt darauf, was da genau passiert. Und ich kann nur sagen, dass hier meine Erwartungen definitiv erfüllt wurden. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Ich liebe jeden einzelnen Teil dieser Reihe. Ich fand einfach diese komplette Reihe mega gut und auch Funkeln der Ewigkeit hat mich nicht enttäuscht. Jennifer L. Armentrout hat am Ende mein Herz genommen, hat es rausgerissen, ist drauf rumgetrampelt, hat es mir wieder in die Brust gestopft, hat es wieder rausgerissen, ist nochmal drauf rumgetrampelt, hat es mir dann kaputt irgendwie zurückgegeben und hat aber ein Stückchen davon behalten. So würde ich das beschreiben, wie es mir hier am Ende ging auf den letzten 100 Seiten so ungefähr. Jennifer L. Armentrout hat ja ein wahnsinnig tolles Ende geschrieben.
Sie hat ein Ende geschrieben, wo man definitiv melancholisch und traurig zurückbleibt, was aber für mich absolut in Ordnung war, denn es kann ja nicht immer alles Happy Life sein. Und ja, ich bin mit dem Ende sehr zufrieden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Reihe zu lesen. Und ich bin gespannt, ob Jennifer Armentrout uns vielleicht doch nochmal irgendwann in diese Welt hier zurückentführt. Denn in der Danksagung steht, dass das vorerst der letzte Teil dieser Reihe gewesen ist. Aber vorerst heißt ja nicht für immer. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht da irgendwann nochmal was kommt. Und auch hier gilt, wenn ihr mehr zu diesem Buch wissen wollt, außer dass es mir wahnsinnig gut gefallen hat, dann schaut im Video vorbei. Es ist, wie gesagt, auch der letzte Teil einer Reihe. Ich kann jetzt hier auch nicht wirklich weiter irgendwas dazu sagen. Und ja, das war mein Lesemonat vom November. Sorry, dass ich hier heute so ein bisschen so durchgerast bin, aber ich habe heute leider nicht so viel Zeit zum Drehen und auch morgen habe ich keine Zeit und nächste Woche müssen die Videos schon online gehen und ja, es ist doch mal alles ein bisschen stressig, deswegen bin ich hier heute so ein bisschen durchgerast. Sorry, beim nächsten Mal wird das alles wieder ein bisschen entspannter. Aber ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.